Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Boss, der da heißt Tony the Racer. Das ist der vorletzte Leutnant, der uns jetzt auf der Abschlussliste steht. Und um den kümmern wir uns jetzt. Ja, ich fahre falsch in den Kreisverkehr, das ist mir schon klar. Das war uns. Komm mal her hier. Kein Bock jetzt auf ehrlich gesagt auf die Cops. So. Also war das nicht mal Absicht. Oh, Alter. Wir sollen erst mal mit Donovan drüber treffen, drüber reden, okay. Hier ist der Kollege. Steig ein. Ich habe Infos über Derazio. Okay, dann machen wir das doch mal. Ja, lecker. Drei oder vier. Ein paar von diesen schicken Seifen. Im Hotel geben sie mir keine mehr. So, okay. Wir werden uns auf jeden Fall helfen lassen. Das macht meiner Meinung nach gerade am meisten Sinn. So, wir werden uns auf jeden Fall wieder Geld einsammeln lassen. Ich sollte in der Innenstadt was von dem Geld loswerden. Klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Die fährt übrigens genauso wie wir. Hä? Die TF? TF? Was ist mit der jetzt los? Achso, die fährt hier den Weg. Okay. So viel zum Thema, die fährt genauso wie wir. Die fährt nämlich hier den Außenweg. Die ziehen mir nicht ein. Ma'am, wie der Fairhousing Act gesagt. Verdient, kommt die denn her? Da hinten oder was? In meinem Haus wohnen lassen? Ganz recht. Und nicht aus dem Augen gemacht. Miete ist anständig. Anständige Miete. Überall fest. Die werden nicht hier wohnen. Hä? Ich klag sie gleich wieder raus. Wo geht die Alte? Was? Achso, der für. Ja. Willst du was einzahlen, Dani? Wehe, du verlierst das. Gut. Unser Geschäft ist hiermit abgeschlossen. Gut, die Alte, die Infos über Diversio, die wissen wir ja. So, dann gehen wir jetzt mal aufräumen. Hey!
Wir sollen den jetzt erledigen. Wie gesagt, das ist der vorletzte Leutnant, der uns auf der Liste fehlt. Viel ist es, wie gesagt, nicht mehr, wie wir hier in diesem Let's Play zu tun haben. Ich weiß gar nicht, was ich als Nachfolge-Let's Play machen soll. Keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Ja. Zeig dich wie ein Mann, du. So. So, ich muss jetzt hier irgendwie mal. Haben, da reinzukommen. So, wir nehmen die Kohle natürlich mit. Stell dir nicht so rum, du bist am Sterben und nicht beim Sex. So. Ja, dein Auto klauen, das machen wir doch mal damit. Die Karre haben wir auf jeden Fall. Schlecht ist das Royal Hotel. Die braucht man auch keine Hilfe. Aber ich vermute, wenn wir ihn nämlich holen wollen, dann brauchen wir sie auf jeden Fall. So, schleiche dich in das Royal Hotel. Ihr wisstet, dass ihr euch da gerade helfen. Dass ihr euch da gerade den Feind in die Bude geholt habt, meine Freunde. So. Das sind einige, ne? Lasst mir, was ich gehe in Deckung! Sabi, da entlang! Tot. Ich schneide ein Grinsen in dein blödes. Oh. Ja, mach doch, komm her. Kann mich verdammt. Stirb doch mal. Wenn ich deine Aufmerksamkeit habe, kannst du sterben. Ich kann hier nicht mehr weg. So, jetzt ist er tot. Wir müssen ja ein bisschen aufräumen hier. Und wenn wir heute eine Folge mit Überlänge machen. Ah, das ist sogar die da oben. Ich brauche da hinten auf jeden Fall das erste Hilfe-Ding. Sicher, sicher. Ja, wir sollen den Aufzug nutzen.
Oh, wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. Warte mal. Ah, die haben drei, okay. Dann geht's weiter. Step by step arbeiten wir uns jetzt hoch zu unserem Chef. Ich hoffe, dass wir es diese Folge noch hinbekommen. Nimm den Rest des Tages frei. Gut, dann arbeiten wir uns jetzt step by step durch. Okay, die Sache ist hier. Als Mr. DeRazio ein sehr großzügiger. Was soll die Scheiße? Er kann uns nicht alle töten. Oh, doch, gar nicht. Mach das. So weit kommst du gar nicht, Kollege. Du hast mir schön den Tag versüßt. Ich hab ihn aufgehört. Scheiße. So, Step by Step, sagte ich. Du bist tot, du weißt es. Nochmal, wir arbeiten uns ein bisschen da durch jetzt gerade, weil das wird wahrscheinlich eine Ecke. Schieß diesen dämlichen Bastard! Lauf doch, lauf! Wir sterben, wie die fliegen! Ja, meine, geil, ne? Jetzt sieht's wieder Dramatisches passiert, sagte ich. Ich hatte schon Angst, ich darf heute niemanden. Ich habe ihn! Hier drüben! Hä? Arbeiten wir durch, habe ich gesagt. Es sind doch noch einige. Ich dachte, der wäre auch nicht so viel gewesen. Hier kommst du nicht vorbei, Junge. Scheiße! Die Entdeckung! Ich bin festgenagelt! Warte, Junge! Er hat einen von unseren Jungs gekillt. Ja, habe ich richtig. Lass den mir vom Hals! So, der ist tot. Ich hab ihn direkt vor mir. Der macht uns fertig. Ich mach das. Unser Blut wurde vergossen. Eieiei, was eine Fetze. Ach, der Dicke steht da oben, der Kollege steht da oben, okay. Der ist schon ein bisschen angepisst gerade. So, ich muss mal auf die Uhr gucken. Also ich weiß nicht, ob wir das doch hier... Ja, ich versuche es gerade. Aber jetzt... Dringend mal die Munition hier. Die erste Hilfe selbst. So, dann arbeiten wir uns da durch. Zack, haben wir wieder voll Energie. Die kann nämlich sehr, sehr entscheidend sein. Der will also uns. So. Kollege. Lass mich dich mal kurz eben gerade ausrauben erst. So, mein Freund. Ja.
Volltreffer. Aber das versuchen wir im nächsten Part.